After I was discharged, I wandered around for a couple, 3 months, did some odd jobs. I got arrested once or twice for fighting. But I always kind of knew I was going into seminary. It just took a little while for it to sink in, I suppose. Once I was done with seminary, Bishop Jenkins sent me to St. Michelle's Home for Colored Boys. That orphanage was a pile of shit from the day I got there till the day I left. But I loved it. I loved helping those boys. So, Waffengeschäfte gesichert. Jawoll, ja. Optionaler Auftrag. Die vom Leben gefickten. Schon wieder? Die Cops bestechen 2. So, wo geht's hier raus? Würde mich jetzt mal so interessieren. Können wir das Tor hier rauflassen? Nee, natürlich nicht. Wieso denn auch? Ja, noch mehr Kohle, alles klar, nehme ich gerne mit. Wie kommen wir jetzt hier raus? Hier sieht's doch vertrauenserweckend aus. Müssen wir nur noch das Auto wiederfinden. So, wollen wir noch gleich den hier machen? Rede mit Maria Bava. Wir haben auch eine Maria bei mir in der Arbeit, also Maria B, sag ich mal. Ne, wegen der Rede mit Maria Bava. Ja, okay, die fängt auch mit B, B-A. Fängt sie auch an, Maria? B-A? Okay, aber da will ich jetzt gar nicht mehr drüber darauf eingehen. So. Maria, Maria. Na 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 na. You're not what I. This was a mistake. I don't want any trouble. Someone told me you work at the dump, that you might have information for me. Now, your name's Maria, right? Mm-hmm. Maria Bava. I've only been at the dump a couple of months. Accounts receivable. I know. Glamorous. Paul Simmons runs the place. Everybody calls him Puppy, though. You've got to stop him. Stop him from doing what? Dumping waste in the bay, extorting drivers from other garbage companies, but that's... That's not the worst thing they're doing, is it? Mister, they're killing people. Puppy, Mr. Simmons doesn't know how to keep his voice down on the phone, but he was arguing with one of the cleaners, kept saying how they'd been paid to get rid of somebody. You know when these cleaners will be around? No. But some of the other guys who work for the dump might. I'll chase down information on these cleaners, along with the rest of the dump's business. It's gonna be all right, Maria. You did the right thing. Some of Mr. Simmons' people might know more about the illegal dumping and the bodies. So, sabotiere die Müllkippe. Können wir das hier so einfach machen? Ich denke schon. Gut, dann machen wir das noch. Oh ja, auf jeden Fall muss ich noch Medizin mitnehmen. Wenigstens eine Spritze. So, vielleicht kommen wir ja in ein bisschen Trouble. Obwohl wir ja die Troublemaker sind, wenn man es mal so betrachtet. Eieieiei. Stau, überall Stau. Now why do you think the city's seeing a record number of police beats? And why do you think we've had quite so ja, Höchstgeschwindigkeit haben wir ja jetzt bei allen Fahrzeugen ein bisschen hochgeschraubt. Ich weiß nicht, ob das sofort hier in Kraft tritt oder erst bei denen, die wir bestellen. Ich bin mir nicht sicher. So. Ja, da sind wir ja gleich da. Und da haben wir hier auch ein Markus-Gemälde. Genau. Das habe ich am Anfang der Session gesagt. So.
dann stoppen wir mal hier. Reinfahren würde ich jetzt gar nicht. So, aber den schnappen wir uns gleich. Auf jeden Fall. Ist ja sowieso kein anderer hier. Außer der hier. Aber der wird ja nichts sagen. Außer run, run. Ready or not, here I come. You can't hide. Ich weiß nicht, von wo ich das kenne. Es ist auf jeden Fall ein Lied, wie man wahrscheinlich gerade gehört hat. Aber ich weiß nicht, wer das singt. Es ist mir spontan gerade eingefallen. We got oh shit. Oh shit. So, kommt der Typ dort hoch? Wenn ja, wäre das cool. Dann würde ich jetzt sogar noch warten. So, das Gewehr, naja, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Na, jetzt hat er den da hinten bemerkt. Oh. Ja, komm rüber. Ich warte. Na komm. Na los. Oh, schicke Handschuhe hat er. So, wir können dann von hier, hier oben rein. Alles klar. Die sind dort zu zweit. Schaffen wir es, einen Molly hinterzuwerfen? Okay, auf einen. Ne, zwei. Drei! Triple! Oh, Baby, a triple! Oder auch nicht. Ja, okay, brennt nur. Er hat nur kurz gebrannt, leider. Oh, hi. Und auf wen schießen die da jetzt? Ah, er kommt. So, das war der. Achso, der gehört, glaube ich, gar nicht dazu. Da hinten habe ich einen gesehen, der dazugehören könnte. Jo. Da unten ist er. War hier noch ein bisschen Kohle? Nein. Aber ein Gemälde. Und hier ist ein Haufen Asche. Und noch mehr. Da müssen wir bald, wieder ein paar losschicken, damit sie unser Geld wegdeponieren. Müssen wir das jetzt kaputt schießen, oder? Nee, glaub nicht. Oh, was ist das? Notiz lesen, hallo? Wenn sich noch einer von den Stümpern mit diesem Säurescheiß bekleckert, tue ich ihm einen Gefallen und erlöse ihn gleich von seinen Leiden. Mackie sah aus wie eine verfaulte Tomate, als er endlich abkratzte. Eieieiei. Was kann ich jetzt damit machen? Eine Bombe. C4. Verschwinde von der Müllkippe. Ja. Nichts lieber als das. Autsch. So, trotzdem würde ich das hier noch gerne mitnehmen. Oh, wir haben unsere eine Spritze haben wir gar nicht verbraucht. Und da sind wir runter. Cool guys, don't look at explosions. Oh shit. Keine Zeugen. So, nice. Cool.
Jetzt haben wir hier zwar noch ein bisschen was. Ich frage die Erpresser. Können wir das noch schnell machen? Können wir da noch schnell rüberfahren? Tut ja keinem weh. So, swoosh. Autsch! Das wollte ich jetzt zwar nicht. Okay. Konnte er nicht mehr richtig werfen. Ist das hier? Ja, das war das ist auch noch einer von denen. Hey, hey, hey. Ja, ich vergesse das immer mit Q gedrückt halten. So, na dann sprich. Sprich mit mir. Everything puppies up to at the dump. Oh, after what you did? Those twisted motherfuckers are hunting your ass down. Ain't no way you can shake them. Don't leave town. Your ass is mine now. Ah, eigentlich nach der Aussage hätten wir den erschießen, umbringen sollen. Oh, Geldversteck. Aha. Aha. Aha, okay. Aha, okay. Aha, aha, okay. Na gut, dann machen wir hier nochmal schnell die Runde. Können wir da direkt hier durch? Oder müssen wir. Nee, müssen wir da runter? Müssen wir da hoch? Verklappungskräne. Aha, alles klar, okay. Ach, da unten. Ah ja, müssen wir uns nur noch merken, wo wir geparkt haben. So, das da unten müssen wir zerstören. Oh, da haben wir ihn, glaube ich, beim Angeln gestört. Wow. Zwei Schüsse. Naja, okay. Ja, ich kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, dass sowas mit zwei Schiffen, mit zwei Schüssen sinkt. Also... Gut, wenn wir da jetzt C4 dran geklatscht hätten, dann wäre das noch realistisch gewesen. Wäre zwar ein bisschen mehr Aufwand gewesen, aber realistischer. Und das ist auf jeden Fall besser, als wenn wir das mit zwei Schüssen versenken. Finde ich jetzt. Wir können sogar so einen Stapler fahren. Finde ich auch cool. Finde ich auch cool. Achso, das Tor hier haben sie schnell mal wieder repariert, wie man sieht. So. Dann ab dort rüber. Ganz kurz, ganz fix. Ja, da müssen wir bei den österreichischen Zuschauern immer ein bisschen aufpassen, weil bei denen fix heißt ja dort fest. In gewissen Regionen hier in Deutschland sagt man das zwar auch, aber fix eigentlich kenne ich das nicht fix nur als schnell. Wenn ich ehrlich bin. So. Ach, der lebt ja. Hoppa. Wir haben keine Munition mehr hier drinnen. Oh fuck. Eins, zwei, drei. Und da ein Schuss. So, wer mag?
kann sich das jetzt hier noch durchlesen. So, wir sind nur wegen dem großen Geballer hier. Na, wo sind die anderen? Ach so, die hocken da draußen. Eieieiei. Schnell Spritze reindrücken. Oh, oh, oh. So, Geld einsammeln. Alles, was geht. Da haben wir wieder 18 Schuss drinnen. Mehr aber auch nicht. Bisschen schade. Oh, da haben wir auch noch sogar eine Sicherung. Aber die ist drinnen. So, hier müsste sie liegen. Genau. Ich würde jetzt gern mal... Ja, okay. Die hat keine Munition drinnen. Alles klar. Dann nehmen wir doch wieder unsere vertraute Waffe. So, das nächste... wäre eigentlich gleich hier drüben. Da können wir eigentlich auch mal die Party ein bisschen intervenieren. Fahren wir mal schnell über den Gehweg. Solange hier keiner drauf rumwandert. So, der ist wahrscheinlich... Der war hier oben, oder? Der war hier oben. So, wir schleichen uns mal ran. Ganz hinterlistig. Und zack. So, warte mal. Ups, das war das Falsche. Genau. Und Granate. So, dann nehmen wir hier natürlich die Sicherung mit. Wäre ja auch doof, wenn nicht. Wenn wir es jetzt einfach hier liegen lassen. Ja, da mit der Pistole brauchst du schon 3 Schüsse. Wir schauen mal kurz hier rein. Ob hier vielleicht irgendwas Brauchbares ist. Aber es würde uns ja angezeigt werden. Na gut. Wo haben wir jetzt den Wagen geparkt? Hier unten. Und rein da. So, da müssen wir jetzt eigentlich das hier machen. Gut, aber ich glaube, ich hätte sogar gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal. So, ich stelle mich noch kurz hier auf die Gleise in der Hoffnung, dass ein Zug kommt und mich erwischt. Kinder, das macht das nicht zu Hause nach. Das ist nicht gesund. So, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Egal, wann ihr es euch eben anschaut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Sauwag. Ich bin raus. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.